Kapitel 21 Glaube spricht. Eines der Gesetze des Glaubens ist, du wirst das haben, was du sagst. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Sprüche 18, 20 bis 21. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Das ist ein Gesetz des Glaubens. Gott erschuf die Welten durch Glauben, indem er sie in Existenz sprach. 1. Mose 1. Alles Natürliche, alles Physikalische, also alles, was wir sehen, schmecken, hören, riechen und fühlen können, wurde durch Worte erschaffen. Das, was dieses Universum gebildet hat und es beständig zusammenhält, sind Gottes mit Glauben erfüllte Worte. Hebräer 1, 3 und 11, 3. Sollte Gott seine eigenen Worte, die von ihm geschaffenen Gesetze, brechen, würde sich das gesamte Universum selbst zerstören. Warum? Weil die Schöpfung durch die Kraft des lebendigen Wortes Gottes zusammengehalten wird. Gottes Schöpfung wird von Gesetzen regiert. Eines der Gesetze Gottes ist, dass wir haben, was wir sagen. Worte enthalten Kraft. Wir sprechen Worte. Die Fähigkeit zu sprechen spiegelt die Tatsache wider, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dies ist ein sehr wichtiges Charakteristikum, das die menschliche Schöpfung von Pflanzen und Tieren unterscheidet. Wir sprechen Worte. In gewisser Hinsicht bedeutet das, Gott ähnlich zu sein, denn Worte haben die Fähigkeit zu erschaffen. Lerne, Leben zu sprechen. Jesus bestätigte dieses Gesetz, Matthäus 21, 18 bis 22, Markus 11, 12 bis 14, 20 bis 24. Er sprach zu einem Feigenbaum und befahl ihm, abzusterben. Am nächsten Morgen stellten seine Jünger fest, dass über Nacht mit dem Baum tatsächlich genau das geschehen war. Auf ihr Erstaunen reagierte Jesus mit der Erklärung: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Markus 11, 22 bis 23. Glaube wird durch Worte freigesetzt. Das ist eines der Gesetze, die Glauben regieren. Tod und Leben, nicht nur Leben allein, liegen in der Macht unserer Zunge. Sprüche 18, 21. Wenn du von Neuem geboren bist, besitzt du den Glauben des Sohnes Gottes. Weil die meisten Christen das aber nicht wissen, benutzen sie diesen Glauben nicht. Doch selbst die wenigen, die tatsächlich glauben, erleben dennoch möglicherweise nicht, dass Glaube richtig arbeitet, weil sie die Gesetze, die Glauben regieren, nicht verstehen und nicht mit ihnen kooperieren. Wenn dein Arzt dir eröffnet, dass du bald sterben wirst, dann werden deine Worte einen Einfluss darauf haben, was du empfängst. Falls du wüsstest, dass Gott dich bereits geheilt hat und du versuchen würdest, daran zu glauben, dann würden deine Worte im Weiteren bestimmen, was für Erfahrungen du machen wirst. Je nachdem, was du sagst, wird Leben oder Tod für dich dabei herauskommen. Wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, und du sagst, ich werde sterben, der Arzt sagt, ich hätte nur noch eine Woche zu leben, wirst du mit dieser Antwort Tod freisetzen. Wenn du bereits deine eigene Beerdigung planst und dich der Trauer hingibst, verleihst du dadurch dem Tod Macht. Obwohl du den Glauben des Sohnes Gottes in dir hast, wird er nicht freigesetzt. Stattdessen wird durch solche Worte des Todes das freigesetzt, was Satan will. So mächtig sind deine Worte. Herz und Mund zusammen. Vielleicht hast du eine extreme Version dieser Wahrheit durch die Glaubens- oder Bekenntnisbewegung gehört. Manche Menschen haben das auf die Formel »Sag es und hab es« gebracht. Diese Wahrheit, du hast, was du sagst, ist in vielerlei Hinsicht missbraucht worden. Wenn jemand zum Beispiel sagte, das kitzelt mich ja zu Tode, dann trat sofort die selbsternannte
Bekenntnispolizei auf den Plan und verdammte ihn. Römer 10,10 klärt diesen Sachverhalt jedoch auf. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Nur wenn Herz und Mund im Glauben zusammenarbeiten, wird auch das geschehen, was man bekannt hat. Der Grund dafür, dass Menschen nicht sofort tot umfallen, wenn sie eine Redensart wie »Das kitzelt mich zu Tode« verwenden, ist, dass sie es in ihrem Herzen gar nicht so meinen. Ich sage damit nicht, dass es gut ist, ständig solche Sprüche zu machen. Doch kommt das Gesagte nicht zustande, weil die Worte nicht das ausdrücken, was das Herz wirklich glaubt. Doch egal, wie diese Wahrheit auch verdreht und missbraucht worden ist, es handelt sich dennoch um die Wahrheit. Vielen Christen entgeht das, was Gott bereits in der Dimension des Geistes für sie zur Verfügung gestellt hat, weil sie ihre Worte nicht richtig gebrauchen. Wir müssen lernen, leben statt tot zu sprechen. Sprich zum Berg. Deinen Glauben aber lediglich auszusprechen ist unzureichend. Du musst auch den Berg direkt ansprechen. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, Markus 11,23. Die meisten Christen reden dauernd mit Gott über ihren Berg, anstatt mit ihrem Berg über Gott. Der Berg repräsentiert dein Problem oder das, was du auch immer verändert sehen möchtest. Sprich es an. Sag nicht, »O Gott, ich bin krank, bitte nimm diese Krankheit weg« oder »Vater, bitte schaff mir diese Schulden vom Hals«. Das ist ein Verstoß gegen das Gebot dieser Schriftstelle, denn du redest ja mit Gott über deinen Berg. Sprich die Krankheit an, rede mit deinen Rechnungen, sprich zu deiner Depression oder was immer dein Problem sein mag. Erkläre dem widrigen Umstand, dass Gott dich schon freigesetzt hat und befiehl ihm dann, dich in Ruhe zu lassen. Um das zu tun, musst du die dir von Gott verliehene Autorität und ihre Arbeitsweise verstehen. In meiner Einzellehre »The Law of Faith« und in meiner Lehrserie »The Believer's Authority« behandle ich diese Themen ausführlich. Als ich einmal in Charlotte, North Carolina diente, wohnte ich bei einem Ehepaar, das sich während meines Aufenthalts das Video »Nicky Ochansky – The Story of a Miracle« ansah. Dieses Zeugnis, wie die Offenbarung von Gottes Gnade und Glauben einem Teenagermädchen an der Schwelle zum Tod dabei half, ihre Heilung zu empfangen, berührte die Ehefrau zutiefst, hatte sie doch eine Freundin, die an derselben Krankheit litt. Fibromyalgie-Syndrom und Überempfindlichkeit gegen chemische Substanzen. Sofort lud sie diese Freundin ein, vorbeizukommen, damit ich mit ihr beten und ihr dienen konnte. Als diese Frau dann vor mir saß, brachte ich eine halbe Stunde lang damit zu, ihr das Wort Gottes darzulegen und ihren falschen Denkmustern entgegenzuarbeiten. Schließlich war sie dann bereit zu beten, und ich befahl sämtlichen Schmerzen, ihren Körper zu verlassen, und bumm, waren sie auch schon verschwunden. Sie dankte Gott, stellte aber wenige Minuten später fest, »Ich habe da immer noch so ein Brennen im unteren Rückenbereich. Warum ist das nicht zusammen mit den anderen Schmerzen weggegangen?« Ich las der Frau Markus 11,23 vor und erklärte, »Die Bibel sagt, dass du den Berg ansprechen musst. Du hast zu mir gesagt, du hättest am ganzen Körper Schmerzen, und deswegen habe ich zu den Schmerzen gesprochen. Nun pass auf, jetzt spreche ich das Brennen an.« Ich befahl dem Brennen also, in dem Namen Jesu wegzugehen. Sofort war es verschwunden, und wieder lobte sie Gott. Brennen in dem Namen Jesu. Ich erklärte ihr danach, wie sie auf dem Wort stehen und was sie tun konnte, falls irgendein Symptom zurückkehren sollte. Als sie dann 20 Minuten später gehen wollte, sagte sie, »Das Brennen ist wieder da.« Ich erklärte ihr, »Ich habe dir ja Instruktionen gegeben, was du in dem Fall tun musst. Und jetzt möchte ich, dass du betest und dem Brennen einen Verweis erteilst.« Also betete sie,
Vater, ich danke dir dafür, dass es dein Wille ist, mich zu heilen, und du mich schon geheilt hast. Durch deine Striemen bin ich geheilt worden. Ich beanspruche meine Heilung jetzt. Ich stelle mich auf diese Tatsache und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Das war ein wirklich gutes Gebet für eine Frau, die noch vor weniger als einer halben Stunde geglaubt hatte, Gott habe ihr diese Krankheit geschickt, um sich dadurch zu verherrlichen. Ich wusste jedoch, dass das Brennen noch nicht weg war, deshalb fragte ich sie, »Wie fühlst du dich?« »Das Brennen ist immer noch da«, erwiderte sie. Ich fragte also weiter, »Weißt du auch warum?« Sie verneinte. »Du hast mit Gott über deinen Berg geredet, anstatt mit deinem Berg über Gott zu reden. Du hast den Berg nicht angesprochen.« »Was meinst du damit?« fragte sie. »Du hast das Brennen nicht angesprochen«, erklärte ich ihr. »Du meinst, dass ich es wirklich beim Namen nennen und mit ihm reden soll?« »Ja«, ermutigte ich sie, »genau das sollst du machen. Sprich zu diesem Brennen.« Viele Menschen denken, das sei merkwürdig, aber Jesus sprach mit einem Feigenbaum. Tatsächlich sagt das Wort, dass er dem Feigenbaum antwortete. Markus 11,14, Fußnote Elberfelder Bibel. Man kann nicht antworten, wenn man nicht zuerst angesprochen wurde. Aus diesem Grund musst du auch deinen Kontoauszügen antworten, wenn sie dich ansprechen und behaupten, Gottes Wort funktioniert nicht, du wirst es nie schaffen, du steckst schon wieder in den roten Zahlen. Du musst ihnen dann entgegnen, Gottes Wort funktioniert sehr wohl, Gott heißt El Shaddai, mehr als genug. Bankkonto, ich befehle dir jetzt in dem Namen Jesu wieder ins Plus zu kommen und dort zu bleiben. Du musst deinen Berg direkt ansprechen. Dieses Mal sagte die Frau, brennen in dem Namen Jesu. Hier hielt sie auch schon inne und rief, es ist weg. Sie kam noch nicht einmal mehr dazu, ihm zu befehlen. Der Schmerz hatte sie augenblicklich verlassen. Und allein aufgrund der Tatsache, dass sie ihn direkt angesprochen und ihren Glauben an Jesus benutzt hatte. Das ist ein ganz erstaunliches Beispiel für die Anwendung dieses Prinzips. Elektrizität. Worte sind wichtig. Man kann nicht Tod, Entmutigung, Niederlage und Depression aussprechen und dann die Erwartung hegen, Segnungen zu empfangen. Das wird nicht funktionieren. Warum? Eines der Gesetze, die Glauben regieren, besagt, dass man das haben wird, was man sagt. Aber man muss nicht nur Gottes Wort im Herzen glauben und dann mit seinem Mund damit übereinstimmen, sondern muss auch sein Problem direkt ansprechen und ihm befehlen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Danke Gott für das, was er schon getan hat, und befiehl deinem Körper dann, nicht mehr länger zu schmerzen, deinen Finanzen zu florieren, dem Teufel die Finger von dir zu lassen und so weiter. Ergreife deine Autorität und gebrauche sie. Dies sind einige Gesetze, die Glauben regieren. Du besitzt bereits den Glauben des Sohnes Gottes und musst nur noch lernen, wie du ihn benutzen kannst. Sobald du verstehst, wie er funktioniert und anfängst zu kooperieren, wirst du auch zunehmend Ergebnisse sehen. Gott schuf Naturgesetze, die den Bereich der Elektrizität